Vielen Dank, Frau Dr. Petra Wiechel, dass ich jetzt hier sein darf und Sie interviewen darf. Das ist mir so eine Ehre und ich freue mich auf diese Fragen, die ich vorbereitet habe. Und ja, ich bin gespannt. Danke. Ich auch. Schön, gerne. Super. Genau. Und zwar, Sie sind hier die Chefärztin, Sie sind Allgemeinmedizinerin und Expertin für biologische Medizin. Mhm. Bevor wir ans Eingemachte gehen, und ich habe wirklich sehr brennende, spitzige Fragen an Sie, wie sind Sie dazu gekommen? Wie sind Sie Ärztin geworden? Gab es irgendeinen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, das möchte ich machen? Ich glaube, dass die eigene Individualität ja so groß ist, dass wir ganz viele Dinge im Leben gar nicht genau wissen, warum das so ist. Mhm. Vielleicht gab es im Vorleben meiner Familie oder Generation jemand, der diese Leidenschaft hatte, aber ich hatte sie mit 7. Mit 7, ja. Und ich bin nicht aus einem Elternhaus, das in irgendeiner Form medizinisch oder akademisch davor geprägt ist. Mhm. Aber ich wusste es mit 7 und habe eigentlich diesen Gedanken seitdem verfolgt. Aber das ist auch so, ich habe auch als Kind so gern geholfen, als Kind so gern Fürsorge getragen, als Kind Großeltern mitgepflegt. Aber warum das so ist, das kann ich Ihnen wirklich nicht erklären. Ja, das ist aber auch schön mit dieser Fürsorge, dass das einfach schon so ein Teil der Persönlichkeit ist. Ja. Ich möchte Sie gerne zitieren. Und zwar, Sie haben einmal gesagt, Sie behandeln keine Symptome, Sie behandeln Patienten. Nun, somit ist man eigentlich ständig auf der Suche nach der Ursache einer Erkrankung. Und jetzt ist meine Frage, was haben Sie auf diesem Weg des Suchens bereits über den menschlichen Körper gelernt? Man darf ja gar nicht aufhören, sich dessen bewusst zu sein, dass in jeder Erkrankung auch Ursachen sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich ja als junge Ärztin sehr schnell eigentlich den Wunsch hatte oder immer, ich werde jetzt alle retten dürfen. Jetzt ist es soweit, jetzt bin ich fertig mit dem Studium und werde wirklich dafür Sorge tragen, dass Menschen auch gesund werden. Und ich habe gemerkt, dass dieses Handwerkszeug nicht ausreichend war, was ich 6 Jahre studiert hatte. Mhm. Ich hatte gewusst, wie behandle ich jetzt eine Bronchitis, ich hatte gewusst, was habe ich zu tun beim Bluthochdruck, aber ich wollte doch eigentlich, dass die Menschen nicht alle 3-4 Monate ihre Bronchitis hatten oder die Kinder immer wieder ihre Ohrenentzündung und so weiter. Mhm. Und der Schlüssel ist, dass man, wenn man das Leben versteht oder lernt zu verstehen, dass auch wir als Menschen ein Teil der Natur sind und dass wir auch einer gewissen Rhythmik und Ordnung in unserem Körper unterliegen, dann lernt man auch verstehen, was es braucht, wenn diese Dinge entgleisen und krank werden. Und ich habe über diese vielen Jahre, wo ich Ärztin war, natürlich mir Menschen gesucht, die da weiter waren, Menschen gefunden, in denen ich mich orientiert habe. Ich habe immer mehr verstanden, dass ich nicht von den zweiten vom ersten Schritt machen kann, dass ich einem Menschen erstmal zuhören muss, was ist geschehen, was ist passiert. Und dann wird das Bild für einen Arzt immer größer, aber auch immer tiefer und demütiger, weil ja alles in unserem Körper niemals in einer Stagnation ist, sondern jeden Tag muss der Körper sich neu erfinden, er muss sich neu arrangieren, er muss sich auch neu adaptieren. Ich bin nämlich das Ergebnis meines Lebens und all das, was geschieht jeden Tag, bewusst, aber auch unbewusst, das hat eine Einwirkung auf mich selbst. Mhm. Man sagt, die Wahrnehmung verändert meine Körperchemie. Gucken Sie mal, wenn Sie eine junge Auszubildende sind in einem Büro und das ist jetzt Ihr Traumberuf, Bürokauffrau zu werden, und der Chef hat auf Sie ein Auge, weil Sie sehr hübsch sind und sehr jung sind. Und 2 Damen im Büro, die nun eigentlich über Jahrzehnte die Treue diesem Chef
zeigen, die registrieren das und bauen gegen dieses junge Mädchen ein extremes Mobbing auf. Dann ist dieses junge Mädchen natürlich irgendwo gefangen in einer Situation. Das heißt, alles, was sie tut, macht sie nicht mehr richtig. Sie kommt am Wochenende nach Hause und hat noch vielleicht wieder ein bisschen Ruhe. Aber wenn sie schon weiß, am Sonntag, sie muss Montag dort wieder hingehen, dann fängt ihr Problem im Magen an. Ich habe eine Belastung, die sitzt in meinem Magen und ich weiß auch gar nicht, was kann ich denn jetzt tun? Das heißt, sie nimmt eine Situation hin und in dem Moment startet im Körper eine Gegenreaktion. Ja, sie produziert Magensäure, 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 weil der Körper spürt eine gewisse Gefahr, eine gewisse Sorge. Und das wird nicht mehr am Wochenende vorbei sein, desto länger dieser Konflikt nicht ausgestanden ist. Wir haben medizinisch da eine ganz einfache Lösung. Wir geben dann einen sogenannten Protonenpumpenblocker, der die Magensäure blockiert. Aber das wäre, als wenn Sie auf einen Springbrunnen, der vor Leben sprudelt, einen Betondeckel hauen, was natürlich langzeitmäßig mit ganz großen Gefahren wirklich behaftet ist. Und hier ist die Konfliktlösung wichtig. Ja. Die Konfliktlösung, eine Aussprache, die Konfliktlösung vielleicht, wenn es hier keine Lösung gibt, dann wirklich auch diesen Platz zu verlassen. Mhm. Aber es ist keine nicht konfliktfreie Zeit, aber Menschen für meine Begriffe klären zu wenig. Ja, und in dem Moment verändert sich etwas in uns. Dieses richtige Hinschauen, nicht einfach nur das Symptom behandeln, sondern zu schauen, wer bist du, worin lebst du, mit welchen Dingen umgibst du dich. Auch zu hinterfragen. Genau. Wenn man als Mädchen kommt und sagt, ich habe immer wieder Magenschmerzen, das ist gar nicht möglich. Ja, wenn ich also Schmetterlinge im Bauch habe und ich bin verliebt und glücklich, dann wenn sie also kaum jemand mit Magenschmerzen vorfinden. Ja, guter Gedanke. Mhm. Nun ist es aber so, dass das Symptome zu behandeln eigentlich viel einfacher wäre in ihrer Position. Ja, ja. Der Patient kommt, sie geben ihm ein Medikament, verdienen noch an dem Medikament und der Patient ist wieder draußen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen angriffig, aber ich habe so oft erlebt in meiner Karriere als chronischer Kranker, dass mich die Ärzte dann schnell als anstrengend oder psychisch krank oder als jemand, der eine Aufmerksamkeit braucht. Also so sind sie mir begegnet, anstatt dieses, ach so, ich muss mir jetzt als Arzt auch eine unbequeme Frage stellen, weil das ist ja nicht nur unbequem für mich als Erkrankte, sondern auch für den praktizierenden Arzt. Ah, ich muss mir jetzt auch die Zeit nehmen, da hinzuschauen oder wenigstens den Impuls zu geben, hinzuschauen. Und das ist jetzt meine Frage. Warum ist Ihnen das Forschen der Ursache so wichtig? Warum ist Ihnen der erkrankte Mensch denn so wichtig? Naja, also das Erste, was ich sagen muss, ist, dass wir als Ärzte natürlich auch angetreten sind, um wirklich Menschen zu helfen. Und dieses große Geheimnis ist eigentlich die Patientenfürsorge für mich. Das heißt, die Fürsorge, die ich walten lasse, damit du eine Chance hast, gesund zu werden. Denn wo soll ich denn als Patient, wem darf ich mich denn anvertrauen? Es ist doch auch ein großer Bonus, den der Patient mir gibt, weil er vertraut sich mir an. In dem Moment übertrage ich natürlich auch einen Großteil auf mich an Verantwortung für sie. Es ist nicht so, dass ich denke, dass jedes Krankheitsbild in jedem Falle eine riesengroße Ursachenforschung benötigt. Aber wenn ich den Anspruch habe, als Arzt etwas zu klären, etwas zu analysieren, damit der Patient eine Chance bekommt, wieder den Weg zur Gesundheit zurückzufinden, dann muss es mir doch wichtig sein, dass ich analysiere, warum ist dieser Mensch krank geworden. Das hat was für meine Begriffe mit ganz viel auch Liebe zu dem zu tun, was mir anvertraut wird.
Das hat etwas damit zu tun, dass es mir auch ganz doll wichtig ist, dass du als Mensch einen Weg wieder hinausfindest, denn du bist auch bewusst und unbewusst in die Krankheit gelangt. Und der Hans Kupper hat einen ganz schönen Satz gesagt: Krankheit ist immer ein Symptom verirrten Lebens. Der Körper drosselt das Tempo falscher Bewegung und zwingt das Leben in die Tiefe, denn er ist es leid, dass du oberflächlich mit ihm umgehst. Und das hat mich so tief berührt, weil ich in meinem Alltag, und es sind heute mittlerweile schon mehr als 25 Jahre, so viel sehen darf. Aber es ist doch nicht meine Aufgabe, es ist doch nicht meine Arbeit. Ich bin doch nur diejenige, die erkennen darf, warum dein Körper krank geworden bist. Und ich habe die Aufgabe, dir die Instrumente in die Hand zu geben, mit denen du dann dich aus dieser Krankheit führst. Mhm. Ja. Das heißt, ein Krankheitsprozess war ein aktiver, den ich als Mensch auch unbewusst durchlebe. Mhm. Aber was ganz wichtig ist, dass ich an dem Punkt, wo ich krank geworden bin, jetzt verstehen darf, wo liegen eigentlich die Ursachen. Und es ist nicht fair, dass wir sagen, wir wissen nicht, was ein Körper benötigt, damit aus einer gesunden Zelle eine Tumorzelle wird. Es ist nicht fair, dass wir sagen, wir wissen nicht, warum so viele Autoimmunerkrankungen geschehen. Es ist nicht fair, dass wir nicht wissen, warum ein Bluthochdruck geschieht. Und trotzdem glauben wir heute, wir benennen es am besten mit einer Diagnose. Diese scheint für die Menschen wie in Stein gemeißelt. Und damit erstarren sie eigentlich. Ohne jetzt eigentlich, und das ist dieser unendliche Reichtum hier in dieser Klinik, weil es kommen nur Menschen hierher, die sagen, bin ich eigentlich Opfer meiner Krankheit oder bin ich der Herr meiner Bedingungen? Ich muss es doch nur verstehen dürfen. Mhm. Und manchmal möchte ich glauben, dass man, wenn man nicht an Wunder glaubt, gar kein Realist ist. Mhm. Weil diese Dinge geschehen und sie geschehen leise. Also der Körper macht mir keine Freude, und wird manchmal in 3 Wochen hier das präsentieren, was ich weiß, was er entwickeln kann. Mhm. Es bedarf der Geduld, es bedarf der täglichen Mühe, sich selbst so zu lieben, dass es mir wert ist, dass ich jetzt diese Dinge auch drehe, verändere, ernährungsmäßig wirklich zur Seite lege. Und dass ich an mich glaube. Ja. Ich hab so den Eindruck, wir glauben nicht mehr an unsere Kräfte. Ja. Und das ist ein ganz großer, für meine Begriffe, das ist die größte Fehldiagnose. Definitiv, ja. Ja, vielen Dank. Wir waren ja gestern Abend schon, durften wir hierher kommen. Und Samstagabend habt ihr immer den Galaabend. Mhm. Wo ein Musiker ein Konzert spielt und danach gibt es Abendessen. Da habe ich das wirklich gesehen, was Sie jetzt erzählt haben. Weil das eine ist ja, das zu erzählen und das andere ist, es zu erleben. Der Musiker, der gespielt hat, der hat auch gesagt, das ist für ihn wie eine Familie hier. Wir waren auch in der Küche und haben gesehen, wie das Essen vorbereitet wurde. Und da war so viel Liebe dabei und auch die Liebe zum Detail. Und natürlich ist es so, dass hier verschiedene Ernährungsformen sind. Die einen haben eine strengere Diät als die anderen. Ich habe das einfach noch nie so erlebt im Krankenhaus, sowieso nicht. Da gibt es Krankenhausfraß, dass das Essen so einen Mehrwert hatte und dass dieses Ganzheitliche, dass hier nicht einfach gesagt wird, hier arbeiten wir ganzheitlich und wir schauen sie ganzheitlich an, weil das beginnt mit der Nahrung. Wie haben Sie gestern so schön gesagt? Der Weg zur Gesundheit führt nicht durch die Apotheke, sondern erstmal durch die Küche.
Genau, und das durfte ich erleben. Ich konnte seit Monaten das erste Mal, wo ich irgendwo zu Gast war, heute am Morgenbuffet so richtig zuschlagen und das hat meiner Seele so gut getan. Mhm. Zurück aber zur Ursachenforschung hier in der Klinik. Mhm. Wie kann ich mir denn ganz praktisch so einen Ablauf vorstellen? Wie sieht es praktisch aus, dass Sie wirklich die Person anschauen und mit ihr in diesem Diagnostikverfahren unterwegs sind? Na, alles das, was sich in dieser Klinik entwickelt hat, hat sich ja durch meine Erfahrung entwickelt. Und der Ablauf ist so, der Patient kommt, schickt im Vorfeld mir einen Fragebogen, dass ich über das informiert bin, worin seine Fragen auch liegen. Und in der Regel nehme ich Kontakt mit dem Patienten zurück auf und bespreche mit ihm, was es bedeutet. Da der Patient ja in der Regel ziemlich allein gelassen ist, auch wenn er in diese Klinik kommt, finanziell von den Krankenkassen, möchte ich immer, dass es für jeden auch möglich ist. Und manchmal sind kleine Dinge enorm wichtig, ohne vielleicht jetzt einen großen Aufenthalt hier zu brauchen, weil am Anfang muss immer die Frage stehen, warum? Was ist mit mir geschehen? Warum habe ich zum Beispiel ein Hashimoto oder warum habe ich irgendeine Erkrankung? Und diesbezüglich ist für mich das Erstgespräch das Entscheidende, weil das Erstgespräch mir ganz viel Informationen gibt. Und ein Arzt, der so denkt und so viel Erfahrung hat, der kann ja allein schon aus dem Durchlebten erkennen, warum die Belastung, die dem dann folgt, nicht mehr zu kompensieren ist. Oder warum die Belastung, die dieser Mensch unbewusst schon über Jahrzehnte trägt, jetzt wirklich das Ganze kippt. Das kann er nicht mehr kompensieren, weil er vielleicht jetzt im Leben eine traumatische Situation erlebt, vielleicht einer Scheidung oder eines Rosenkriegs oder wie auch immer. Ich habe zum Beispiel einen Vater, der ist jetzt 89 Jahre und ich habe meinen Vater niemals erreicht mit wirklich sehr gut essen und bitte bewusster und bitte hier. Mein Vater hat gar keinen Zugang zu diesen Dingen des Lebens. Aber wenn mein Vater Geburtstag hat, dann geben sich 60 Menschen die Hand. Und wenn mein Vater durch die Stadt ging, dann hat er 3 Einladungen ausgesprochen und 3 hat er bekommen. Und wenn mein Vater nur einmal ich hätte erlebt, irgendwie über den Tellerrand des anderen gucken oder mein Vater ist immer fröhlich. So, aber große Dinge des Lebens interessieren ihn auch nicht. Und er hat mir immer gesagt, warum muss man eigentlich lesen? Das ist doch gar nicht so wichtig. Also mein Vater ist ein ganz bodenständiger und zufriedener. Und dann gab es eine Situation, da war er so 75 und er konnte den Tod oder sich anbahnenden Tod seines Hundes nicht verschmerzen. Es hat also wirklich 6 Wochen Leid von ihm gebraucht, also diesen Loslasskonflikt. Und jetzt passiert was in unserem Körper. Immer dann, wenn wir unter eine Belastung gehen, dann gibt es eine Spannung. Das wird über das autonome Nervensystem gesteuert. Der Organismus wittert eine Gefahr und stellt sich auf diese Gefahr ein. Und ich habe meinen Vater in diesen 6 Wochen ganz anders erlebt als sonst. Und ich habe gebetet, dass er nicht jetzt Folgen erfahren wird, aber es wurde immer länger und ich hatte das Gefühl, ich werde ihn auch nicht belasten dürfen. Aber er muss es lösen und er löste es nach 6 Wochen an einem Mittwoch und am Donnerstag um 4 bekam ich dann den Telefonanruf, akuter Herzinfarkt. Mhm. Und so läuft es. So läuft es, weil die Mikrozirkulation, sagt man, die Durchblutung der kleinen Gefäße, das ist immer enger geworden. Ja? Das Herz hat an Versorgungsaufgaben für sich selbst und deshalb das Herz. Ja? Hier ging es um das Thema
liebe, ich kann dich nicht loslassen. Mhm. Deshalb ist eines der ersten wichtigen Dinge, wie gesagt, dieses wirklich ärztliche Gespräch der Information. Das zweite ist dann, dass jeder Patient vor dem Erstgespräch eine Untersuchung macht, seines sogenannten vegetativen Nervensystems. Das heißt, unser autonomes Nervensystem, das ja natürlich 99% selbstständig, autonom, adaptiv ans Leben, alle Lebensfunktionen auch steuert. Und das ist eine Untersuchung, die brauche ich als Basisuntersuchung, damit ich weiß, wo hole ich jetzt diesen Menschen ab. Krankheit ist ja nicht ein stagnierender Prozess. Krankheit ist immer erst dann, wenn der Organismus die Kompensation verloren hat mit einer Belastung, ob auf psychischer, auf körperlicher Ebene, egal wo auch immer, nicht mehr kompensieren kann. Das heißt Krankheit. Und über das Symptom signalisiert er uns da, wo wir jetzt hinschauen müssen, um den Menschen da abzuholen, wo er steht, um ihm den Weg wieder zurückzugehen. Denn der Körper möchte das. Also bitte unterschätzen Sie es nicht und vor allen Dingen unterstellen Sie ihm es nicht, dass der wirklich glücklich ist mit einem chronischen Schmerz oder einem ständigen Durchfall. Das andere ist, dass eine sehr ganzheitliche Diagnostik natürlich nach einer klinischen Untersuchung von meiner Seite oder unserer ärztlichen Seite auch diagnostisch das Dunkelfeld beinhaltet. Das Dunkelfeld ist eine Mikroskopiertechnik, wo ich einen Einblick habe ins lebende Blut. Es ist also schon ein sehr großer Unterschied, ob ich das Blut bewerte, haben Sie genug weiße, genug rote, genug Blutplättchen für die Blutgerinnung? Wie hoch sind die Enzyme? Das sind alles auch sehr wichtige Untersuchungen. Aber der Blick ins lebende Blut heißt, wie ist denn überhaupt die Fließeigenschaft? Das heißt, die Fließeigenschaft werden bestimmt durch die Gesundheit, Kraft und Aktivität der roten Blutkörperchen. Und diese 60 Millivolt der Dynamik dieser roten Blutkörperchen sind ausreichend, damit jedes rote Blutkörperchen ganz, ganz gezielt, exakt in die Kapillaren kommt. Und Kapillaren sind zum Beispiel die kleinsten Blutgefäße in unserem Körper. Aber mein Herz wird aus diesen Kapillaren versorgt mit Nährstoffen, mit Sauerstoff. Meine Niere, meine Leber, mein Gehirn. Das heißt, ob ich einen Schlaganfall bekomme oder nicht, ist nicht immer die Frage, wie stark ist denn jetzt die Öffnung meiner großen Hauptschlagader, sondern entscheidend tut sich das Leben immer auf einer Basis an der Zelle. Und ein biologischer Arzt kümmert sich darum, dass diese Mikrozirkulation, die Durchblutung auf kapillärer Ebene, wirklich gewährt ist. Es ist ja kein Problem, einige Wochen mal Stopp zu sagen und ich werde fasten. Es ist auch gar kein Problem, bis ungefähr 3 Tage zu sagen, ich werde nicht trinken. Das ist viel länger nicht möglich, aber bis 3 Tagen ist es möglich. Aber bitte nach 3 bis 4 Minuten nicht mehr zu atmen, heißt, das Leben wird sich abschalten. So hoch ist die Bedeutung für die Versorgung der Zelle. Und dieses kapilläre Stromgebiet macht vom gesamten Durchblutungsweg 77% aus. Und das sind überhaupt, muss ich Voraussetzungen erst einmal schaffen, damit der Körper wieder langsam auch in die Möglichkeit kommt, diese gesunden Lebensaufgaben zu tun. Ja. Am Ende heißt es, allein nur durch so eine Durchblutungsstörung, chronischer Schmerz oder meine amnestischen Funktionen sind nicht mehr genug oder ich habe eine Arthrose oder. Dann geht keine Diagnostik in der Klinik über eine Zahndiagnostik im Zahn-Kiefer-Bereich. Das heißt, wir schauen nach Herdgeschehen. An jedem Zahn, sagt man so schön, hängt ein Organsystem. Aber es geht weit darüber hinaus. Wir wollen also wirklich Entzündungen im Zahnkieferbereich erkennen, toxische Belastung noch teilweise mit Restherd-Amalgam-Beständen im Kiefer und impaktierte Zähne und. Das ist eine ganz, ganz große Schwerpunkt unserer Arbeit, weil wir sagen, heute fast 60-80% gehen erstmal auch aus dieser Region heraus.
Dann gibt es thermodynamische Untersuchungen, wo wir verschiedene Temperaturen an Körperstellen abnehmen, um auch hier die Regulationsfähigkeit schon auch der Zirkulation zu beurteilen, die dann entweder eine chronische Unterkühlung mir zeigen, damit ist eigentlich auch das Leben in Gefahr, oder eine Erhöhung der Temperatur, und damit geht es natürlich um entzündliche Prozesse. Und so habe ich über Jahre eine Diagnostik zusammengestellt, einschließlich der parasitären Diagnostik, und gerade die Parasitendiagnostik, der Mensch in der Belastung von Parasiten, war eigentlich und ist auch heute nicht Gegenstand der Schulmedizin. Da versagen auch schulmedizinische Diagnostiken. Und wir arbeiten auf energetischem Gebiet mit einer immens großen, Trefferquote, aber wir sehen natürlich den Verlauf der Patientenfälle. Wir sehen, welche massiven Belastungen jetzt auf einmal Patienten auch ausscheiden, und die Veränderung dieser klinischen Bilder, die manchmal über Jahre durch Parasiten, Einzeller und auch der große Anteil von Wurmbelastungen und Bandwürmern und Fuchsbandwurm und Fischbandwurm sind. Das sind teilweise Belastungen mit 200.000 Eier pro Tag, die gar kein menschliches Auge überhaupt erfassen kann. Mhm. Großer Schwerpunkt ist die Frage der toxischen Belastungen, der heute umwelttoxischen Belastungen zu diagnostizieren. Das ist wirklich eine ernstzunehmende Gefahr, weil der Mensch ist an diese Belastung nicht adaptiert, auch nicht 2020. Und es wird sich immer entscheiden, wie gut ist auch mein Entgiftungssystem. Jeder Mensch ist mit einem anderen Kartendeck auch ausgestattet. Mhm. Und damit meine ich, dass nicht wir zum Beispiel glauben können, wenn ich ein gewisses Gen habe, das jetzt den Brustkrebs forciert, dass ich damit vielleicht eine Brustamputation wähle, sondern damit ist gemeint, dass in den 30er Jahren, als dieses Gen analysiert wurde, die Kollegin eigentlich von 100 Brustkrebs-Genträgerinnen 25 fand, die Brustkrebs im Laufe des Lebens entwickeln können. Und sie hat gemahnt und sie hat gesagt, ihr Frauen müsst aufpassen, dass ihr im Leben immer klärt, dass ihr nicht in eine stressvolle, traumatisierte Zeit fallt, dass ihr bitte nicht raucht, dass ihr bitte nicht trinkt, dass ihr sehr gut für euch Sorge trägt. Ihr seid Genträgerin, ob dieses Gen sich anschaltet oder dieses Gen abgeschaltet bleibt, das vermag man nicht zu ermessen. Aber heute sind von 100 Brustkrebsträgerinnen 85 mit Brustkrebs im Laufe ihres Lebens befallen. Und das ist natürlich wirklich keine Problematik des Gens, sondern man muss hier eine Fürsorge, wenn es überhaupt um Fürsorge geht, und ich verstehe Prävention nicht als Mammographie schauen, hochtoxische Bestrahlung hilft mir, einen Tumor festzustellen. Da muss ich sagen, der ist erst ab einer gewissen Größe sichtbar. Da gibt es andere Untersuchungen, die mir im Vorfeld zeigen, dieser Körper bereitet hier eine Brustkrebserkrankung vor. Mhm. Und B, was ist denn all mit den Dingen, die dafür Sorge tragen? Mhm. Nur es zu erkennen, heißt für meine Begriffe keine wirkliche Fürsorge. Mhm. Ja, wir haben das gestern beim Abendessen besprochen. Da habe ich gesagt, dass es in unserer Gesellschaft so ein bisschen so ist, man läuft durchs Leben und kriegt dann so einen Schlag auf den Hinterkopf und so ein bisschen, ja, du hast jetzt Brustkrebs, du hast jetzt das, du hast jetzt das und du hast das. Und man sagt, ja, der Onkel Erhard hat jetzt das. Und in unserer Gesellschaft ist es ein bisschen so, als würden eben diese Schicksalsschläge einfach ausgeteilt werden. Und man hat das dann halt einfach. Mhm. Ja, der hat das und du hast das. Und es ist wie bei einem Spiel, wo man einfach schlechte Karten gezogen hat. Und das ist es ja grundsätzlich nicht. Nein. Und wir müssen dahin kommen, zu sagen und auch uns aufzuklären,
dass es Möglichkeiten gibt, schon vorher zu wissen, dass der Körper sich auf etwas vorbereitet oder etwas ausbrütet. Und dass aber, ganz wichtig, die Epigenetik, also der Lebensstil, die Ernährung, eine immense Rolle spielt und dass wir Verantwortung übernehmen können.